Meine Lieben, wir befinden uns an einem Wendepunkt in einem ganz neuen Zyklus für die nächsten anderthalb Jahre. Und es geht auch um die Gemeinschaft, um die Liebe. Und da gibt es auch noch eine Sonderzeremonie. Und all das jetzt in dem Video. Ja, meine Lieben, erstmal möchte ich sagen, ich mache mit meiner Mama am Montagabend nochmal eine Sonderzeremonie, nämlich den Kelch der wahren Liebe. Das ist die Zusammenführung für die wahre Liebe, für Seelenpartner, Dualseelen, aber auch natürlich nochmal belebend für bestehende Partnerschaften, für Singles, die einen Partner suchen. Und ja, das wird eine Sonderzeremonie am Montagabend sein. Denke auch erst so 22 Uhr. Meine Mom bereitet hier alles vor. Und ja, freue ich mich total drauf, weil sie macht die Zeremonie einfach so gern. Und das ist so ihr richtiges Spezialgebiet. Und dafür könnt ihr euch registrieren. Und das Ganze plus 18 Euro pro Person. Also wirklich nur ein Selbstkostenbeitrag für das, was wir benötigen jeweils. Also ich glaube, das wird euch richtig helfen, gerade jetzt in dieser Phase, wo sich ein Zyklus sozusagen schließt. Wir haben nämlich den Mondknoten, der war im letzten Drittel des Tierkreises unterwegs, seit 2020 in den Zwillingen. Zwillinge sind übrigens natürlich auch Atemwege. Das war dann unter anderem natürlich auch die Corona-Geschichte, die da war. Aber auch das Thema Kommunikation kam eben ganz stark nochmal rein. Das heißt, auf YouTube haben wir viel gewonnen in dieser Zeit. Es haben sich neue Techniken aufgetan. Zoom-Meetings, Online-Meetings, Microsoft Teams, dies und das. Es kam ja ganz viel Technisches in dieser Zeit auf, also technische Lösungen. Und das war eben auch dieser Mondknoten in den Zwillingen. Dann ging der weiter in den Stier. Da ging es durchaus um Sicherung, aber auch natürlich um unsere Ressourcen. Das bedeutete im Umkehrschluss dann eben auch, dass wir durch den Ukraine-Krieg natürlich eine Steigerung unserer Kosten hatten. Wir haben Energiekosten sind gestiegen, Atomkraftwerke sind abgeschalten worden und. Also hier ging es um die Ressourcen, Bodenschätze eben auch, ein Vorstoß in der Elektromobilität um zu Lasten des Verbrennermotors und so weiter. Das kann man alles für sinnvoll oder nicht halten. Das ist jetzt keine Meinung, die ich hier wiedergebe. Ich gebe es einfach nur chronologisch weiter, was passiert ist. Und dadurch sind natürlich, ging es uns auch ganz klar mit dem Stier, mit dieser Stierenergie ans Geld, an unser Erspartes, an unsere Rücklagen. Da wurde uns jetzt ja auch ein bisschen Angst gemacht mit diesen ganzen Renovierungsgeschichten und Heizungen und so weiter und so fort. Und jetzt wechselt das Thema in den Widder und damit schließt dieser Mondknotenzyklus durch die 12 Zeichen dann auch ab. Ja, das braucht immer so etwa 18 Jahre, bis der Mondknoten alle Zeichen durchlaufen hat. Dann geht er in diesen kosmischen Schlitz oder Spalt oder in diese kosmische Achse drüber in die Fische rein und beginnt diesen Zyklus von neuem. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Widder. Widder-Waage-Achse ist das. Das bedeutet, dass es durchaus darum auch geht, zueinander zu finden, dass wir uns zusammenschließen. Es geht um Kooperation, aber auch natürlich um die Kraft. Widder, Mars, Feuer. Also wir kriegen jetzt auch wieder mehr Kraft. Wir können wieder Energie aufnehmen. Ich glaube auch, dass es wirtschaftlich eben besser werden wird, dadurch, dass ja der Stier schon eher eine lähmende, langsame Energie ist, wird sich das jetzt verändern. Was genau das alles bedeutet, das besprechen wir jetzt noch im Verlauf des Videos. Übrigens, für die Zeremonie könnt ihr euch natürlich bei WhatsApp registrieren oder einfach den PayPal-Link unten in der Videobeschreibung nutzen und dann bitte Name, Geburtsdatum dazu und wenn ihr es für euren Partner, Wunschpartner noch mitbuchen möchtet, auch jeweils 18 Euro, bitte auch voller Name und Geburtsdatum und Termine nächste Woche sind frei zum Kartenlegen und für astrologische Beratung. Unter den Wiedergeborenen zum Beispiel finden sich ja etliche Pioniere und jetzt wird unser Pioniergeist geweckt. Das heißt, das, was dir Spaß macht, das, was dich zum Erfolg bringt, das kannst du jetzt nach vorne bringen
und sozusagen ins Handeln kommen, in das Tun. Wenn du dir vielleicht überlegt hast, Mensch, als er im Stier war, das und das könnte ich machen, auch nochmal so für meine eigene Absicherung. Dieses Räucherstäbchen zieht jetzt genau hierher, sorry. dann ist es wirklich so, dass du es jetzt umsetzen kannst. Es geht jetzt an die Umsetzung. Ich stelle es mal ganz weit weg. Also, ich habe gedacht, ich mache ein Räucherstäbchen an, um schöne Stimmung nochmal hier zu haben. Ach, Leute, jetzt zieht es mir direkt in die Augen, aber jetzt ist es da drüben. Okay. Dabei ist gar keine Luftzirkulation hier drin. Das ist komisch. Naja, was soll's. Meine Lieben, also das Handeln ist ganz wichtig. Auch das Handeln aus wahrer Liebe und Verbundenheit heraus. Auch der Weg zur Selbstliebe ist genau das, was jetzt kommen wird. Und eben diese ungemeine Kraft, dieser Schub, diese Energie, die es gibt. Und da können manche erstmal ein bisschen überfordert sein mit, denn wir haben gleichzeitig ja eine Saturnspannung noch von den Daten dabei, dass es uns erstmal ein bisschen überrumpelt, außer Gefecht setzt. Beziehungsweise kann jetzt auch gerade diese Saturnspannung, diese Pluto-Spannung, diese Mars-Spannung, die da ist, aktuell zum Wochenende hin, nochmal für Schlagzeilen sorgen. Also, das bedeutet, gerade jetzt zum Wochenende, also am Samstag, da ist ja auch der CSD in Berlin, da bin ich auch eingeladen. Deshalb bin ich das Wochenende eben nicht da und komme dann Sonntag wieder, beziehungsweise Montag früh wieder, Entschuldigung. Und meine Mutter ist dann ab morgen früh hier und übernimmt alles, so dass alles auch läuft an den Zeremonien. Und da ist natürlich jetzt eine krasse Spannung dabei. Das heißt aber auch, dass wir vielleicht mit dieser ersten Energie des Mondknoten im Widder einfach vielleicht auch ein bisschen überfordert sind. Allerdings ist auch natürlich mit Mars Opposition Saturn, Pluto Opposition Sonne, Mond Opposition Neptun, kann das auch durchaus nochmal eine Umweltkatastrophe sein oder ein Anschlag sein. Das hoffen wir jetzt aber nicht. Das sind aber ganz klassische Tendenzen dazu da, muss man sagen. Auch Uranus in Spannung auf den Merkur zeigt irgendwie was Explosiveres. Wir schauen, wir warten ab. Ne? Es kann auch nochmal verstärkt eben vielleicht auch zu Bränden kommen oder ähnliches. Aber ich möchte jetzt keine Angst machen. Diese Konstellationen gelten bis etwa am 25., 26. Juli, dann ist es rum. Ich würde es eher deuten, dass wir in diesen Energieschwung erstmal reinkommen müssen, das verarbeiten müssen, ja, und über uns hinaus wachsen sollen, unsere Grenzen sozusagen neu ziehen sollen. Und jetzt müssen wir einfach wieder in das Tun, in das Handeln kommen und es werden Zusammenschlüsse stattfinden, die nochmal ganz neu, da werden die Karten ganz neu gemischt. Es wird zum Beispiel vielleicht auch zu Koalitionen kommen, die wir uns bisher vielleicht gar nicht vorstellen konnten oder die generell abgelehnt wurden. Denn jetzt schaffen wir auch neue Bündnisse in dieser Zeit und das ist ganz wichtig. Und meine Lieben, zur Unterstützung kann ich euch die Zeremonie empfehlen. Ich kann euch überhaupt nochmal auch am gerade den Frauen unter euch St. Martha empfehlen. Das ist auch nochmal eine Zeremonie nur für Frauen. Die mache ich auch mit meiner Mama zusammen. Und das, glaube ich, wird richtig, richtig, richtig gut werden, um hier energetisch einzusteigen. Aber wir müssen uns jetzt bewusst sein, dass wir eine kleine Turbulenz, eine Achterbahnfahrt erstmal noch haben und dann eben diese neue Verbundenheit, diese neuen Zusammenschlüsse, der Pioniergeist, die Ziele zu erreichen, die wir uns lange gesetzt haben, die wir lange manifestiert haben, das wird jetzt sein. Und das ist dieser kosmische Wandel jetzt für die nächsten anderthalb Jahre. Es bleibt überhaupt spannend, da zum Herbst hier nochmal eine richtig krasse Aktivierung drauf erfolgen wird. Aber wichtig ist, dass wir jetzt vorbereitet sind und dass wir jetzt in diese Energie eben reinkommen. Und ihr habt es vielleicht auch schon gespürt in den kommenden oder in den letzten 2-3 Tagen, dass hier ein Energiewandel stattfindet. Und deshalb dieses Video nochmal ganz für euch. Mucho, mucho amor.